Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge VGN Rant. Heute geht es um Call of Duty Advanced Warfare. Auf der Gamescom 2014 ist das erste Mal Multiplayer-Gameplay gezeigt worden. Es gibt viele neue Informationen, darüber wollen wir heute ein bisschen reden. Sind wir doch mal ehrlich, Call of Duty ist eines der größten Gaming-Franchises, sogar eines der größten Entertainment-Franchises überhaupt. Man kann es, selbst wenn man es nicht mag, einfach nicht ignorieren. Besonders wenn man sich Videospielkritiker schimpft und sich dann Call of Duty nicht anguckt. Das wäre ungefähr so, als ob sich ein Filmkritiker den neuesten Michael Bay Blockbuster nicht anschaut, weil ihm das ja zu blöd ist. Obwohl genau das eben das Ding ist, was jedes Jahr Millionen von Leute ins Kino, beziehungsweise in unserem Fall in die GameStops und Mediamärkte dieser Welt lockt. Ihr kennt ja meine Meinung zu Call of Duty. Ich komme ja eher aus dem Halo-Multiplayer, also Arena-Multiplayer-Camp, Unreal Tournament und so weiter. Allerdings, und das habe ich auch schon öfter mal gesagt, spiele ich ja auch gerne mal die ein oder andere Runde Call of Duty. Das hat so ein besonderes arcadiges Feeling, ja, das hat sich allerdings nicht großartig verändert über die Serie, also das ist eigentlich immer gleich geblieben. Jetzt scheint sich tatsächlich doch was zu ändern, denn wir haben das erste Mal Multiplayer-Gameplay gesehen und was das jetzt für Auswirkungen hat, das will ich jetzt mal ein bisschen genauer erläutern. Call of Duty Advanced Warfare unterscheidet sich insofern von den anderen Call of Duties bisher, als dass es diese alteingesessene Gameplay-Formel tatsächlich ein bisschen aufrüttelt. Wenn man jetzt zurückschaut zum allerersten Modern Warfare und dann jetzt bis Call of Duty Ghosts, dann hat sich da vom Grundkern-Gameplay einfach nicht so viel getan. Viele beschweren sich darüber, so wie ich, ne? Also ich hätte gerne etwas Abwechslung mit den Black Ops-Spielen generell, kam ein bisschen eben dazu, aber so. Die Zahlen sprechen ja für sich, ja. Das verkauft sich dennoch jedes Jahr extrem gut. Und die Leute, die spielen es eben wegen diesem Gameplay und weil es eben genauso ist, wie es ist. Und wenn man da zu groß dran rumschraubt, logischerweise, ist das ja ein enormes finanzielles Risiko für den Publisher und die Entwickler. Jetzt sind sie dieses Risiko tatsächlich auch mal eingegangen, denn es hat sich einiges getan, vor allem am Movement. Und das funktioniert jetzt eben so. Die Vergleiche zu Titanfall, worüber ich später nochmal exakt reden muss, die werden immer lauter, denn die Soldaten sind jetzt mit einem Exoskelett ausgestattet, das ermöglicht eben Strafen, das bedeutet ein Dodge-Move existiert, es gibt Double-Jumps, es gibt Air-Bursts oder Air-Dashes und das ist alles eine Menge Movement, viel mehr Movement, als man normalerweise in Call of Duty hatte und vor allen Dingen eine große Menge an Vertikalität, wie man das jetzt zum Beispiel aus Titanfall eben kennt. Für mich ist das toll, weil ich finde, Movement in Shootern ist eine Sache, die ist über die Zeit ein bisschen verloren gegangen. Also da gab es ja früher wirklich einen großen Fokus drauf in so Spielen wie Quake oder so. Da war Movement neben dem Schießen der absolute Kern. Es ging nicht nur darum, durch Schlauchkorridore zu laufen, sondern so Bunny-Hopping, Strafe-Jumping und all dieser Kram. Das musste man drauf haben, um überhaupt gegen Leute eben ankommen zu können. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt das denn bei den Call of Duty-Fans an? Also den richtigen Hardcore-Fans, die jetzt schon seit 10 Jahren das gefühlt dasselbe Spiel kaufen. Ne, mit mehr oder weniger geringen Änderungen, muss man ja tatsächlich zugeben. Und die haben das auf der Gamescom schon antesten dürfen und haben gesagt, das finden die gut. Denn der Kern, das Moment-zu-Moment-Gameplay, Schießen und Laufen und so weiter, ist immer noch da, ist immer noch Call of Duty, fühlt sich distinkt nach Call of Duty an. Allerdings kommt dazu eben diese Vertikalität und einfach mehr taktische Optionen, haben die meisten gesagt. Einfach mehr Möglichkeiten, eben seine Umgebung auszunutzen und einen taktischen Vorteil zu bekommen. Ich muss sagen, für mich sieht das Ganze jetzt definitiv wesentlich spannender aus. Auch mal davon abgesehen, dass ich dieses etwas futuristische Setting wesentlich spannender finde als den x-ten braunen, modernen Kriegsshooter. Ich finde, die Serie hat definitiv ein bisschen Innovation vertragen können. Jetzt gibt es allerdings noch ein paar weitere Informationen. Jetzt mal über dieses Movement hinaus. Das Exoskelett scheint wirklich ein Kernpunkt zu sein. Aber von da kommt man ganz leicht auf diesen Vergleich zu Titanfall. Und da möchte ich noch mal speziell drüber reden. Denn jetzt sagen die Leute halt, Moment, ja, da ist einigen aufgefallen, dieser Exosuit, der hat natürlich noch Progression, der hat Upgrades. Und da sind eben Sachen dabei wie Stim, also sprich mehr Agilität, besseres Movement, wie Unsichtbarkeit, eine erhöhte Batteriekapazität. Und den Leuten ist aufgefallen, diese Abilities, die sehen aus eins zu eins wie in Titanfall. Denn auch da gibt es
Unsichtbarkeit, Stim und so weiter. Und dann sagen jetzt direkt alle, oh, Call of Duty Advanced Warfare hat ja bei Titanfall geklaut, hat sich da bedient, ganz reißt. Und das ist, wenn überhaupt, eher andersrum, denn Titanfall wurde viel später, es wurde viel später angefangen, das zu entwickeln. Advanced Warfare befindet sich schon seit über 3 Jahren in Entwicklung. Das bedeutet, wenn, dann sind diese Ideen eben von Advanced Warfare zu Titanfall gegangen. Wer weiß, wie viel die noch miteinander irgendwie korrespondiert haben. Das kann natürlich keiner sagen. Ist ja alles irgendwo nur Spekulation. Aber wenn man dann an irgendwie solche Gerüchte glaubt, dann bitte von der Seite. Denn diese Movement-Sachen, die sind so integral, ja, und dieses Exoskelett ist so ein integraler Bestandteil des Spiels und wurde so in den Kern eben gestellt. Das ist nicht eine Entscheidung, die man jetzt irgendwie mal trifft, weil Titanfall erfolgreich ist. Das ist eine Entscheidung, die die sehr früh, auch die Story, ja, dreht sich ja um sowas. Die haben diese Entscheidung, wenn, sehr früh im Entwicklungsprozess getroffen. Haben sie auch drüber geredet beim Multiplayer-Reveal. Also ich glaube, wenn, wie gesagt, sind diese Ideen eben den anderen Weg gewandert sozusagen. Ob das jetzt irgendwem schadet, sei mal dahingestellt. Also, wenn, ist es mir egal, denn ich fand Titanfall geil. Ich finde, dass Call of Duty mit mehr Movement auch sehr viel geiler und interessanter aussieht für mich. Macht es für Sniper schwerer, wenn ihr euch bewegen könnt. Dabei sei nochmal hervorgehoben, ihr könnt seitlich dashen. Das heißt, in einem Feuergefecht wird es auf jeden Fall nochmal viel hitziger, als das vorher eben war. Wo wir gerade beim Entwicklungsprozess von Advanced Warfare sind, vielleicht wissen das einige von euch nicht, aber das wird tatsächlich von den Leuten entwickelt, die damals so Sachen wie Dead Space, also Dead Space 1, gemacht haben, ja. Und die haben jetzt eben ein neues Studio, dieses Sledgehammer Games, was sich jetzt 3 Jahre lang nur mit Call of Duty befasst hat. Man merkt eben, aufgrund, finde ich jetzt persönlich, dieser ganzen futuristischen Elemente, dass die sich, die hatten eine Menge kreative Freiheit. Ich hoffe, das kommt auch in der Kampagne rüber. Natürlich, wie gesagt, haben auch die Profis, also die YouTuber und Leute, die eben wirklich Hardcore-Call-of-Duty-Fans sind, die haben gesagt, es ist im Kern immer noch Call of Duty, das ist wahrscheinlich das, was die meisten von euch interessiert. Wenn man halt Fan der Serie ist, bin ich der Meinung, hat man einfach eine gewisse Erwartungshaltung, die dann erfüllt werden muss. Zu einigen anderen Neuerungen, die ich jetzt persönlich, ja, auf der einen Seite interessant, auf der anderen Seite etwas fragwürdig finde. Es ist jetzt so, dass das Ganze eine Art Loot-System verpasst bekommt. Und zwar dreht sich das Ganze um sogenannte Supply-Drops. Und da wird der ein oder andere von euch wahrscheinlich schon hellhörig werden. Sowas kennt man ja aus Battlefield. Das Ganze funktioniert dann so, dass ihr diese Supply-Drops eben öffnet. Da sind dann Gegenstände drin, so wie ich das jetzt gesehen habe, immer 3 bestimmte Sachen. Und das können Waffen sein oder eben Charakter-Customization-Gegenstände, weil das wird jetzt auch mehr in den Fokus gestellt, dass ihr euren eigenen Soldat quasi baut mit eurer eigenen Rüstung, eurem eigenen Farbschema und so weiter. Diese Individualisierung wird viel mehr in den Vordergrund gestellt, jetzt offensichtlich. Jetzt ist es eben aber auch so, dass ihr verschiedene Raritätsstufen von eurem Loot habt, wie in einem MMO. Diese MMO-Elemente halten ja in immer mehr Spiele Einzug. Ich bin ja auch Borderlands-Fan und so weiter, deswegen stört mich das natürlich jetzt nicht. Allerdings haben die Entwickler auch schon verlauten lassen, die epischen, also es gibt wirklich tatsächlich, ja, grüne, blaue, ne, wer WoW kennt, und dann goldene, epische Waffen, ja, mit besseren Stats, die haben dieselbe Waffe gezeigt in verschiedenen Konfigurationen und die hatte tatsächlich einen viel höheren Schadenswert. Das heißt, die besten Waffen kriegt ihr nur aus diesen Supply Drops. Und da stellt sich natürlich direkt dem aufmerksamen Zuhörer die Frage, wie sieht es denn aus mit Microtransactions? Weil jetzt haben sie nicht davon geredet. Logischerweise hätte ich in der Situation auch nicht gemacht. Erstmal haben sie davon geredet, dass ihr diese Supply Drops eben bekommt, abhängig von eurer Spielzeit. Also nach dem Match, je nachdem, wie lange ihr spielt, das ist für viele ja erstmal cool, ja. Aber wie sieht's denn damit aus? Und sind wir mal ehrlich, es wird wahrscheinlich so kommen, dass ihr euch die Supply Drops dann eben mit Microtransactions kaufen könnt, ja. Dann haben wir wieder diese super zwiespältige Sache, dass natürlich die besten Items eben dahinter versteckt sind sozusagen. Natürlich könnt ihr die bekommen, indem ihr viel spielt. Abhängig von eurer Spielzeit bekommt ihr dann diese Supply Drops sozusagen. Und auf der anderen Seite könnte man dann aber sagen, ich zahle jetzt 20, 30 Euro für einen Haufen dieser Supply Drops und habe tatsächlich einen Vorteil gegenüber von Leuten, die das einfach durch viel Spielen eben bekommen wollen. Da ist natürlich jetzt die Frage wieder, wie ist das von dem Seltenheitsgrad, wie schnell bekommt ihr diese Supply Drops, wenn ihr normal spielt? Alles ungeklärte Fragen, aber ich denke mal, man kann auf jeden Fall sicher sein, dass die Teile auch über Microtransactions zu haben sein werden.
sehr fragwürdig, meiner Meinung nach. Dadurch, dass sie das Spiel jetzt um Loot herum zentrieren, das heißt, also ihr habt ja nicht nur diese Waffen, die dann auch besondere Sites und was weiß ich, ihr alles freischalten könnt, sondern ihr habt dann eben auch diese Charakteranpassungsgegenstände, also Helme und so ein Kram. Und da gibt's auch eine Menge von und verschiedene Seltenheitsgrade, denke ich mal. Ist es jetzt auch so, dass sie dann euer Charaktermodell prominent eben in der Lobby präsentieren? Das heißt, ihr kommt in der Lobby und seht direkt die 3D-Repräsentation von allen Mitspielern, um dann zu sagen, ja, der WoW-Effekt, oh, der hat aber hier ein episches Blitzschwert, was voll rumleuchtet. Oh Mann, ich will auch sowas haben. Ja, da muss ich dann wohl Geld für Supply Drops ausgeben. Naja, sind wir mal nicht so zynisch, aber eben der Sinn dahinter ist logischerweise, dass ihr seht, oh, der hat coolen Shit, ich will auch coolen Shit und so weiter, ne? Es ist ganz einfach. Wenn man so ein Spiel um Loot rum zentriert, dann muss auch sowas da sein, dass man eben so ein bisschen rumprotzen kann mit dem Kram, den man hat. Ist ja klar, will man ja auch machen. Destiny macht es ja nicht anders. Auch gibt es jetzt irgendwie Koop-Killstreaks, das bedeutet schlechtere Spieler, ja, die können dann mit einem anderen Spieler, der so einen Killstreak tatsächlich geschafft hat, die können den dann dem assistieren sozusagen, wenn der in seinem Helikopter sitzt und die ganze Map abknallt. Ein größerer Fokus auf Killstreaks ist jetzt nicht das, was ich mir persönlich von Call of Duty gewünscht habe. Das trägt zwar, das ist für mich, ist es wie Power-Ups bei Mario Kart. Das trägt für mich zu dem arcadigen Feeling von Call of Duty bei, aber macht es auch irgendwo sehr unfair. Oder sagen wir mal, die Grenze zwischen guten Spielern und schlechten Spielern wird dadurch eben größer. Und das ist ein bisschen ärgerlich. Also wenn irgendwer in einem Match halt eben gut ist, ne, kriegt er so einen Killstreak, kann alle Spieler irgendwie abknallen oder was weiß ich, also hat einen enormen Vorteil dann dadurch noch und wird dann noch weiter nach oben katapultiert und ist dann einfach auch frustrierend für schlechtere Spieler. Aber die scheinen ja schon die richtige Idee zu haben, die scheinen zumindest zu wollen, dass eben auch Spieler, die jetzt nicht so ein super ultra Hexor Skill No Scope 360 Shit hinkriegen, dass die eben auch mal diese Killstreaks erleben dürfen, dass die eben auch mitmachen dürfen bei so einem Kram. Alles in allem auf jeden Fall einige hochinteressante Änderungen meiner Meinung nach für diese doch schon etwas verstaubte Spielereihe Call of Duty. Und Leute wie mich, die ganze Serie nur so peripher verfolgen, ja, die wird das wahrscheinlich am ehesten ansprechen, wenn da jetzt frischer Wind reinkommt. Wie gesagt, die Meinung von den Hardcore-Spielern interessiert mich in dem Fall besonders, weil die sind es halt, die das Franchise groß gemacht haben und die das halt oben halten. Wenn die jetzt nicht mitspielen, dann ist das Ganze auch irgendwie in die Hose gegangen. Bleibt abzuwarten, wie es dann aussieht, final im November, wenn es dann rauskommt. Ja, was ist eure Meinung? Werdet ihr euch das Spiel kaufen, obwohl ihr kein Call of Duty-Fan seid? Oder findet ihr es jetzt interessanter durch die Änderungen? Oder seid ihr vielleicht ein Hardcore-Call of Duty-Fan und findet, nein, mein Call of Duty, das muss so bleiben, wie das immer war und so weiter. Also mich interessiert tatsächlich der Standpunkt, den ihr da habt. Und wie gesagt, einfach in die Kommentare reinschreiben. Und ich antworte natürlich auf so viele Kommentare wie möglich. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Das kostet nicht viel Zeit und hilft meinem Kanal viel weiter. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge VGN Rant. Heute geht es um Call of Duty Advanced Warfighter. Moment. Advanced Soldier Warfighter, Modern Warfighter. Call of Duty Advanced Warfighter. Moment, schon wieder, Alter, das kann wohl nicht sein. Advanced Wars, Call of Duty Advanced Warfare. So heißt es. So. Jetzt muss ich trotzdem nochmal neu drehen.